Willkommen zurück bei The Raven! Warum stehe ich eigentlich immer noch hier? Ist ja fürchterlich laut da. Nein, ich stelle mich natürlich genau, ich fange natürlich genau da an, wo alles laut ist. Warum auch nicht? Leise kann jeder. Okay, wir suchen immer noch nach diesem vermaledeiten Typen. Ich muss irgendwie noch... Nein, kann man den Karamellbonbons, kann ich glaube ich nicht ganz viel... Okay, doch weg da. Nein, ich wollte nicht hinter die Bar, ich wollte... Ich muss mich noch ein bisschen zurechtfummeln hier. Ja, Jakob Anton Zellner. Jakob Anton Zellner heißt er doch, ne? Ich möchte hier hingehen. Herr Zellner. Wie kann ich denn... Ich will zwar nicht hinter die Bar, aber vielleicht, geh zurück. Hier kann ich nur... Geh hinaus. Hinter die Bar. Wie komme ich denn jetzt... Hallo. Das ist ja jetzt gediegen. Ich komme hinter die Bar, wo ich nicht hin will. Ich komme dahin raus, wo ich auch nicht hin will. Warte, was war das denn jetzt? Okay. War auch nicht wirklich hilfreich. Portemonnaie haben wir hier auch. Jetzt geht das auf mal. Aber nichts davon würde die Vernachlässigung meiner Aufgaben hier im Zug rechtfertigen. Okay. Hier steht jetzt auch, geh in den nächsten Wagen. Warum stand das da eben nicht? Oder war ich einfach nur blind? Kann auch manchmal passieren. Eventuell hat ein umsichtiger Schaffner bemerkt, dass Professor Lucien nicht in seinem Abteil war und hat es abgeschlossen. Das wäre natürlich... Mal gucken, ob ich hier jetzt weiterkomme. Ja. Ich will irgendwie mal hier alles ablaufen vielleicht. Das hier ist der erste Waggon des Zuges. Hinter der Tür dürfte direkt der Kohletender sein. Davor die beeindruckende Dampflok. Die große Landkarte zeigt unterschiedliche Reiserouten des Orient Express. Dieser Zug ist in Paris gestartet und endet wie immer in Istanbul. Leider wird er den Großteil der Strecke ohne mich bewältigen. Wie schade. Der Zug legt über 3000 Kilometer zurück und hält an einem Dutzend Orten. In vielen Städten werden den Reisenden lokale Spezialitäten und Folklore geboten. Gerade in Südosteuropa ein Abenteuer. Das kann ich mir vorstellen. Da würde ich auch gerne mal mitfahren. Okay, also hier, hier ist auch kein Schaffner. Aber auch kein... Das ist das Buch mit. Ob ich mir ein Autogramm geben lasse? Das wäre ziemlich unprofessionell. Aber andererseits... Vielleicht die einzige Chance, die du hast, mein Lieber. Will ich mit dir reden? Die zitternde Hand des Geigers könnte viele Gründe haben. Angespannte Nerven, eine Krankheit. Ich tippe jedoch auf Alkohol. Er wäre nicht der erste Musiker, der sich damit seine Karriere zerstört. Das stimmt leider. Türschloss. Man kann die Abteiltüren von innen ganz einfach abschließen, indem man einen kleinen Knauf dreht. Aber ich habe nicht abgeschlossen.
fahren wir denn so an? Herr Professor, wenn Sie von innen abgeschlossen hätten, stünden Sie nicht auf dieser Seite der Tür. Das ist richtig. Es ergibt irgendwie Sinn. Karamellbonbons krieg ich damit. Nee. Ich glaube nicht, dass man... Nein, das wird nichts. Der Bolzen ist zu kurz, um ihn vernünftig greifen zu können. Ja, deswegen... Ich werde erstmal keine davon essen. Es wäre sehr peinlich, wenn ich vor Legrand treten würde und den Mund nicht mehr öffnen könnte, weil er mir entweder zugeklebt wäre oder weil mir einige Zähne fehlten. Boah, ich muss zugeben, ich kann ihn voll gut verstehen. Der Bolzen ist zu kurz, um ihn vernünftig greifen zu können. Ohne Schlüssel oder passendes Werkzeug komme ich hier nicht weiter. Ich habe manchmal tatsächlich ein bisschen Bammel, Karamellbonbons zu essen, weil die immer voll in den Zähnen kleben. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich ziehe mir damit einen Zahn raus oder so. Es ist total albern, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich an einige Karamell... Oh, ich habe als Kind so Karamellbonbons, so Brocken, total gerne gegessen. Die habe ich auch gekaut wie eine Blöde. Oh. Ich da heute dran denke... Entschuldige Sie bitte, Lady Westmacott. Wachtmeister Zellner, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht... Eine Widmung, Wachtmeister Zellner. Wenn es keine Umstände macht. Natürlich macht es Umstände. Aber nur kleine. Die ist mir sehr sympathisch. Bitte sehr. Vielen Dank. Ich glaube, wenn man... Ein andermal. Farewell, Lady Westmacott. Herr Wachtmeister? Darf ich jetzt? Dankeschön. Ich habe irgendwie die Angewohnheit, Charaktere rein zu quatschen. Das tut mir tatsächlich sehr leid. Ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig. Geh hinter die Bar. Wir haben hier Ich bräuchte ein Stück Draht oder etwas in der Art, um das Schloss zu knacken. Stück Draht. Lies mal die Zeitung. Ob es schon neue Informationen gibt? Also bla bla bla. Auge des Sphinx, einer der beiden unschätzbar wertvollen Edelsteine, ungewöhnlich reiner Rubin, 2000 vor Christus, etc. etc. Das kennen wir schon. Und hier? Dreister Einbruch. Profis am Werk. Wurden von der Museumswache Charles Langley und Scotland Yard Constabler Robert Oliver überrascht. Explosion. Constabler Robert Oliver von Scotland Yard. Er war beim Diebstahl des ersten Auges zugegen und bewacht nun das zweite? Ein Bericht über die bevorstehenden Oscar-Verleihungen und die Siegchancen von Cleopatra. Schon ein Wahnsinn. Für den Film wurden in Rom die größten Filmkulissen aller Zeiten gebaut. Und nach diversen Krankheiten der Hauptdarstellerin, mehreren Wechseln bei der Regie und monatelangen Verzögerungen sind die Kosten auf über 40 Millionen Dollar gestiegen. Der teuerste Film aller Zeiten. Ein Rekord für die Ewigkeit. John Surtees wurde diesen Samstag zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister. Zuvor war er in den Jahren 1956 bis 1960 Motorradweltmeister. Damit ist er der einzige Motorsportler, der sowohl Motorrad- als auch Formel 1 Weltmeister geworden ist. Das ist nicht meine Welt. Zu laut, zu schnell, zu viel Gestank. Ich kann ihn so verstehen, den netten Herrn Zellner. Ein Tröpfchen. Der beruhigende Kräuterlikör für die Frau. Jeden Tag ein Glas, das ist gut für die Nerven und erhält den Hausfrieden. Heimtröpfchen, wenn Sie Ihrem Mann keinen Ärger machen wollen. Ich glaube tatsächlich, manche Ehefrau braucht ab und zu so ein Heimtröpfchen Schnaps. Also ich meine jetzt nicht jede, aber
Ich lasse die Schere hier. Wenn ich sie brauche, weiß ich, wo sie ist. Das ist natürlich auch tatsächlich gut zu wissen. Ein Weltempfänger. Wahnsinn, wie klein die Dinger in den letzten Jahren geworden sind. Ich bräuchte ein Stück Draht. Ein Stück Draht, den haben wir leider nicht. Ich lasse zum wiederholten Male. Ich irgendwas in den Bleistift will ich vollkommen die Schublade aufkriegen. Nee. Huch. Schade. Die Leiter führt hinauf aufs Dach. Man müsste lebensmüde sein, um bei voller Fahrt dort hinaufzuklettern. Der Fahrtwind, Tunnels. Nein, ich bleibe hier unten. Na gut, guck mal. Eine Kiste mit einem Vorhängeschloss. Ich würde vermuten, dass sich darin Werkzeuge für Bahnmitarbeiter befinden. Vielleicht fürs An- und Abkoppeln der Wagen. Auf jeden Fall ist der Kasten so angebracht, dass man ihn vom Boden besser erreichen kann als von hier oben. Mach doch mal auf. Mutig ist er ja. Abgeschossen. Ich würde mich das nicht trauen. Bang, bang! Keine Bewegung! Matt, bist du des Wahnsinns? Ich schieße? Hey, meine Pistole! Die kannst du dir in Venedig abholen. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie sind ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch, eben ist eins am Fenster vorbeigeflogen. Ja, ja, schon klar. Abmarsch. Oh Mann. Moment, das... Okay, da kommen wir nicht ran. Moment, da ist was am Fenster vorbeigeflogen. Also ich weiß ja nicht, aber irgendwie fände ich es, glaube ich, besser. Na, erzähl mal. Oh, Herr Wachtmeister? Ja, bitte? Ich hoffe, mein Sohn hat Ihnen keine Umstände gemacht. Er lief gerade wütend und wortlos an uns vorbei. Normalerweise ein Zeichen dafür, dass ihm jemand die Grenzen aufgezeigt hat. Ich fürchte, es war so. Er hat mir einen Streich gespielt, den man als gefährlich bezeichnen muss. Ich sah mich gezwungen, ihm zur Strafe seine Holzpistole abzunehmen. Ich verstehe. Und ich danke ihm. Matty ist ein sehr lebhaftes Kind. Manchmal fehlt ihm einfach die starke väterliche Hand. Wo ist denn Mats Vater, wenn ich fragen darf? Er ist nicht mehr da. Oh, ich verstehe. Wollen Sie mir Mattys Pistole vielleicht da lassen? Dann müssen Sie sich nicht darum kümmern. Gern. Ich habe ihm gesagt, er bekommt sie erst in Venedig zurück. Natürlich. Noch einmal vielen Dank, Herr Wachtmeister. Ich würde ja gerne mal mit Matty reden, was der mit Gespenst gemeint hat. Ich stehe auf diese Musik. Es tut mir leid. Ach, ich glaube, dem Professor hier können wir... Bisschen hieß der, ne? Guck mal, hier ist Matty. Hallo, Matt. Kein Bock, mit dir zu reden. Ach, komm schon. Willst du den Rest der Fahrt sauer auf mich sein? Ja. Bis ich meine Pistole wieder habe. Ich hab sie deiner Mutter gegeben. Oh Mann! Hättest du es nicht einfach bei einem Donnerwetter belassen können? Hättest du dann was daraus gelernt? Hab ich so auch nicht. Komm schon, Matt. Du glaubst doch nicht wirklich, du könntest mich länger ignorieren als ich dich. Ich bin Schweizer. Wir haben Übung darin. Matt hat auf stur geschaltet. Aus dem kriege ich nichts heraus, solange er sauer auf mich ist. Kamelbombe?
Willst du vielleicht ein Dropsli? Du glaubst wohl, du kannst mich bestechen. Ich habe keinen Grund dazu. Du hast Unfug gemacht und bist dafür bestraft worden. Sieh es als Friedensangebot. Nur vier? Wenn ich schneller bin als du, sind es nur noch drei. Hey! Wieder Freunde? Mhm. Na also, und kein gefährlicher Blödsinn mehr. Ja. Deine Mutter ist also Gesellschafterin von Lady Westmacott? Ja, aber es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe auch erst gedacht, wie unsympathisch muss man sein, damit man für Freunde bezahlen muss. Aber die Lady ist echt in Ordnung. Ein bisschen schrullig und schon ganz schön alt. Aber sonst ist sie spitze. Sie mag mich. Hat einen seltsamen Geschmack, die Lady. Hey! Und du und deine Mom? Ihr wohnt beide auf dem Anwesen der Lady Westmacott? Ich nur in den Ferien. Die meiste Zeit des Jahres bin ich im Internat. Stelle ich mir nicht so schön vor. Doch, ist ganz in Ordnung. Ich habe meine Freunde da. Im Haus der Lady muss man immer leise sein. Und ich darf keine Freunde mitbringen. So ein großes Haus mit so vielen Versteckmöglichkeiten. Und niemand, der mit einem Verstecken spielt. Du hast es genau erfasst. Und seit wann arbeitet deine Mutter schon für die Lady? Seit 2 Jahren. Und dein Vater? Was macht der? Der ist zu Hause geblieben. Früher bin ich mit ihm immer angeln gegangen und jagen. Ich durfte sogar schon mal mit einem echten Gewehr schießen. Und dann? Dann hat Mom sich mit ihm gestritten und er ist weggegangen. Da war ich 7. Oh, und wie alt bist du jetzt? In 8 Monaten werde ich 9 Jahre alt. Und weißt du schon, was du mal werden willst? Einbrecher vielleicht? Nein. Mal sehen. Schauspieler vielleicht. Tatsächlich. Also ich weiß nicht. Dafür braucht man wirklich eine Menge Talent. Ich selber bin Schauspieler in einer Theatergruppe. Ja? Und ob. Und ich bin einer der Besten bei uns, wenn ich das so sagen darf. Ich gehe voll und ganz in meinen Rollen auf, verstehst du? Ich rede dann nicht nur wie meine Figur, ich denke wie sie. Ich werde zu der Person, die ich verkörpere. Denn nur so kann man... Matt, alles in Ordnung? Ich glaube, als Schauspieler muss man nur gut Sachen nachmachen können. Das war nicht schlecht. Grausam, aber nicht schlecht. Ob ihr den Steward gesehen habt, beziehungsweise den Schaffner oder wie auch immer man den jungen Mann nennen will, den wir hier jetzt schon seit 20 Minuten suchen. Mindestens seit Beginn. Der ist weg. Der ist einfach verschollen. Ich kriege die Krise. Wir suchen den morgen weiter. Oder beim nächsten Mal. Tschüss.